Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Landkreis Mühlenland. Mühlenkreis? Nee, Landkreis Mühlenland, ne? Wir haben ja letzte Folge angefangen hier mit dem Hof zu bauen. Da sind wir auch noch nicht mehr durch, ne? Also das ist noch lange nicht fertig. Wir machen das so ein nach dem anderen, ne? So easy peasy, Chili Vanilli. Wenn ich denn hier klar komme, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. So. Das passt da, das passt da. So, jetzt brauchen wir aber erstmal eine Holle. Aber was? Ich würde diese nehmen, ne? Kann man die hier noch mit... irgendwie hinpflanzen? Man muss ja nicht unbedingt da durchfahren können, ne? Heute habe ich es auch drauf hier. Das könnte man so machen. Man könnte da noch zur Not rumfahren, ne? Dann pflanzt die erstmal noch da. Ja. Okay. Das würde aber erstmal so rein theoretisch gehen, ne? So. Hier muss aber was anderes hin, ne? Dann geht das hier echt noch so ein bisschen auf den Zünder. Hühner gehen da neuerdings rein? Wusste ich gar nicht. Wusste ich echt nicht. Egal. Hier Maul brauchen wir, ne? Machen wir das nämlich diesmal um ganz anders. Das geht ja leider nicht. Upsi. Nix passiert. Das können wir hier noch so ein bisschen. So, ne? Warte. Die Schubkarre kann auch im Gras stehen. Das ist nicht so schlimm. So. So, da pflanzen wir ihm. Jetzt müssen wir hinterher alles noch ein bisschen verfeinern, ne? Das ist noch nicht so, wie es sein soll. Aber irgendwie muss er anfangen, Grund reinkriegen, ne? Ist ja wie es ist. Da ich die alte Platte da ja nicht wegkriege, müssen wir uns irgendwie behelfen. Ganz einfach. Ja, guck mal. Das passt. Passt aber, sagt er, ne? Ja, das geht so, oder? Guck mal, ne? Wie ist praktisch hin? Kannst du auch hier hinten? Ja, Hoppeläschen, auch ein Stissel. Hier hinten so an Hof, ne? Wenn das jetzt hier weggehen würde, wäre das ja echt Premium für sie so rein. Können wir hier noch so zu Notenweg hin machen?
Kommst du hier an den Hühnerstall dran lang geknattert? Hier mauen wir auch gleich noch irgendwie rum. Ja, aber wir müssen ja auch noch Mistplatte und so setzen, ne? Glückum ist da wahrscheinlich. Ne, ne? Hier die Milchschaufel. Brauchst du ja heutzutage als Vorbildslandwirt. Bisschen wert. Guck mal dann. P. Da ist noch die Werkstatt, ne? Sieht ihr noch was? Wie sie sehen, sehen sie gar nichts. Guck mal, aber eine Mistplatte da einfach drunter sitzen, ne? Güllelager. Ne, so was brauchen wir nicht. Ein Güllelager? Ne, ne? Guck mal, dann kannst du da und da und da. Was haben wir denn hier Schickes drin? Ey, nur so Riesenbombe, hä? Als Klo, weißt Bescheid hier? Habe ich natürlich jetzt schon vorher Schiete gebaut, ne? Dann ist das in der Halle, ne? Oder im Gebäude. Ist ja auch nicht schön. Wollen wir das noch hier machen? Ja, nee, da müssen wir ja durchbracken. Nee. Nee. Das würde auch jetzt nicht zum Hof passen. Dann würde ja nur rein theoretisch das hier bleiben, ne? Wieso hin? Nee, sieht nicht aus. Nee. Das ist ein Heulager, ne? Nee, 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 nee. Nee, Mami. Das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes mit den Schweinen, ne? Leute, 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 das ist jetzt gar nicht so einfach. Weil hier hinten, das ist noch nicht schön, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber da müssen wir hier eh noch so dran fahren können, ne? Gar nicht einfach. Nee, hier, das ist hier noch nicht. Hier ist irgendwie noch nicht so schön, ne? Da müssen wir auf jeden Fall rumfahren können. Wir müssen mal eben hier so ein bisschen malen. So. Wir müssen. Hier auch noch so rumfahren. So, dann machen wir das nach hier hin. So.
So, ne? Dann können wir hier noch weitermachen. Und machen das so. Chlor, Chlor. So, dann, kann da irgendwie noch was Kleines hin, oder? Was meint ihr? Das ist viel zu groß, ne? Ja. Passt aber irgendwie nicht zum Hof. Sowas wird zum Hof passen, ne? Oder das ist so eine Riesenbutze, aber das wird hier vielleicht nur so mit hinpassen, ne? Ja, kann man noch was reinstellen. Hier kommst du auch noch dran. Der ist hier tot, ne? Dann ist da irgendwie tot. Aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir hin, ne? Upsi. Die sind ja auch direkt wieder rein. Mann. Heiner Nei. Pflanzt ihr auch einen Busch oder was? Schön, danke. Echt zu liebenswürdig. Da war ich ja jetzt echt imprägniert, ne? Wieso? Der pflanzt ja gar nichts. Was ist das denn wieder für ein Tröte hier? Mach doch dann mal ein bisschen. Danke. Ja. Wir haben nicht so viel Baumauswahl, das ist nicht so schön. So eine, so eine. Laufen wir zurück. Oh. Das kotzt mich ein bisschen an, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das wegkriege, ne? Heiner Nei. Wieso? Ja. Ist in Ordnung. Da haben wir der, da. Da, so guck mal da, dann siehst du da auch nicht zu doll den Busch. Was wir hier hinmarken, das weckt noch nicht. Da sieht auch noch so kahl aus, aber. Heiner Nei. Wir sollten da irgendwas hinstellen. Dass man den Rotz hier nicht mehr sieht, ne? Was kannst du denn da hinbauen? Das kotzt mich hier echt an. Bin ich ganz ehrlich. Oh, oh. Kann man da vorher speichern? Sollte man wahrscheinlich vorher, ne? Danke. Die hatten wir, ne?
Turbo-Mausgeschwindigkeit, die geht mir auf den Zünder. Upsi. Oh. Ich bin im Gebäude. Ja, es ist nicht jetzt die Turbo-Lösung, aber es ist so gut wie weg, ne? Hier haben wir natürlich jetzt eine Beule drinne. Aber so kann ich da eher mit leben. Kann man da noch Büsche drüber pflanzen? Das geht nicht mehr, es ist zu. Schön. Also gut gemacht, Zwerge. Hier maulen wir eben dran lang, ne? So sieht's ein bisschen besser aus. Nicht perfekt, aber ein bisschen besser, ne? Oder was meint ihr? Weil man das jetzt hier nicht mehr so sieht, ne? Ist natürlich hier ein bisschen richtig cool, was das Sven hier gemacht hat mit dem Baum, ne? Ich würde mal sagen, die Halle können wir doch nicht mehr so benutzen, ne? Schikram! Das sagt doch keiner was, ne? Patische gleich. Gleich habe ich Zeit für den. Ich stehe da wieder mitten im Weg, ne? Bisschen Leute da gerade. Ne? Ich hasse das, wenn der doch nicht malt, wo er malen soll, ne? Warum macht der das nicht? So Leute, so lassen wir das jetzt erstmal, oder? Das wird ja eh noch 5000 Mal sich umentschieden, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist die beste Lösung in meinen Augen, weil du dann nicht mehr hier so das unbedingt siehst. Ja. Da können wir halt alten Klönterkram noch reinstellen. So wie, weißt du, was Watte nicht oft gebrauchst, stellst sie hier rein, fertig, aus, ist der Lachs. Hier kannst du nun durchfahren zur Not. Weißt du, wenn du was unbedingt haben willst, kannst du dann hier auch noch was reinstellen. Da stellst du was hin, was du nicht oft brauchst. Hier kannst du auch ein paar Sachen noch hinstellen, so wie Hoflader und so. Kannst hier hochfahren. Das finde ich gar nicht. Ich mag dieses Hofgebäude wegen dem alten Kuhstall, ne? Klar brauchen wir noch einen größeren Kuhstall dazu, aber wir sollten vielleicht dann in nächste Folge mal anfangen, Maschinen zu kaufen, dass wir auch schon ein paar Maschinen unterstellen können, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Silos. Ah ne, geht ja nicht, da habe ich ja die Mistplatte hingemacht, ne? Das ist schon wieder...
ein Sechser im Lotto, den du da gemacht hast, Svenny. Hier so hin. Da bin ich mir echt noch nicht sicher, ne? Ich würde schon gerne noch einen Kuhstall mit dazu nehmen. Aber mir gefallen diese nicht und diese, die passen jetzt gar nicht ins Hofbild. Siehst du? Passt gar nicht. Ne, passt hier auch nicht mit hin. Der könnte hier zupassen. Aber der ist ein bisschen zu riesig, ne? Wenn, dann eher so rein. Aber das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir diesen Kuhstall noch mit dazu setzen? Also vom Bild her würde der wohl eher hier mit hin passen, oder? Svenny! Wieso? Weißt du, der passt hier doch vom Bild her noch mit hin. So, ja. Eher wie die anderen. Aber so ein bisschen Kuhstall brauchst du heutzutage, ne? Wenn andersrum drehen. Ich würde den hier so mit hinsetzen. Aber dann brauchen wir noch wieder eine Mistplatte, ne? Und dann wird's hier boah nicht knapp, du. Aber das weiß ich nicht, liebe Leute. Das könnt ihr ja mal bitte in die Kommentare schreiben, ne? Ansonsten sage ich jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.